Ja, also ein kleines weiteres Video von mir. Immer gemischt von jedem etwas. Jetzt noch mal ein bisschen die Apparate hier einstellen, dass ihr mich besser sehen könnt. Ja, heute soll es also mal nicht um den großen modernen Kopfhörer gehen. Ihr kennt das ein oder andere Video schon von mir. Ich interessiere mich auch für Interessantes aus der Vergangenheit, denn es lohnt sich da hinzuschauen, wie haben die früher nicht nur einen guten Klang gemacht, sondern wir haben die sich auch mit dem Design befasst. Das will ich euch mal zeigen. Heute gekommen, ich habe gerade hier noch ausgepackt, hier sind die Sachen. Und ja, eBay macht es möglich. Der ein oder andere will sich von Dingen trennen, die wahrscheinlich jahrzehntelang herumgelegen haben. Hier also ein Kopfhörer aus der Zeit, ich schätze Anfang der 70er Jahre, ein völlig unbekanntes Teil, für mich zumindest. Ich mache es mal auf, ja, hier vorne so ein bisschen so mit so einem kleinen Koffer, dass man so mitnehmen konnte in seinem Audi oder was auch immer man früher gefahren hat, Audi 80 oder Audi 60, Anfang 70er Jahre war noch was anderes. So, wir gucken mal nach. Kann auch ein Käfer gewesen sein, logischerweise. Oder viel logischererweise. Ja, aber weil die ja doch älter sind, hat man die wahrscheinlich auch in neueren Fahrzeugen mitgenommen. Nur soweit. Also, das hier mal so zur Tasche, die hier ganz nett gemacht ist. Da hat man offenkundig doch ein bisschen auch dran gearbeitet, dass man seinen guten Kopfhörer auch gut unterbringen kann. Ja, so sieht der aus. Und wenn man mal so genau drauf schaut, der ist so mit ja, so Kunstleder bezogen. Das ist ein bisschen wertiger als das, was man sonst so sieht. Hier habe ich mal so einen Rest von einem Dual. Das ist Dual und das war nicht gerade wild. Ähnliche Zeit. Also von daher, da kann man sehen, dass es da nicht ganz so aufwendig daherging. Oder hier ein Philips aus der, wie ich meine, gleichen Zeit. Man sieht das hier auch so an dieser Verarbeitung hier in dieser Aufhängung der Muschel mit dem Links-Rechts-Zeichen. Ja, genau, das war hier Philips, wie ich hier sehe. Und da hat man auch nur mit so Rau-Spritzarbeiten gearbeitet. Also hier kann man sehen, das ist doch eine ähnliche Zeit gewesen. Von daher also doch ein Edelgerät, das hier durchaus. Also wie gesagt, hier Links-Rechts, dann auch diese Aufhängung und das passend gemachte Stahl hier zur, wie ich meine, besonderen Form, recht ausladend mit diesen Reglern an der Seite. Ich habe das schon mal probiert, also mit Lautstärke ist da nichts. Könnte so eine Klanggeschichte sein, so kommt mir das eher vor. Das müssen wir nochmal genau anschauen, was das sein soll. Also so eine Crossfield-Geschichte, die man früher ja auch gerne hatte, dass man also mit ein bisschen Elektronik so Effekte erzielt hat. So wie heute diese Surround-Effekte, die man bei einigen Equalizern hat, die auch mehr oder weniger nichts bringen. Aber das war früher modern, war was Neues, was völlig, völlig Neues und das hat man gerne mal hier eingebaut. So, ja, das ist also hier ganz spannend und auch sehr, sehr nett gemacht. Auch hier für mich so sehr sichtbar. Ich habe ein gutes Kofferradio mir gekauft vor circa 15 Jahren. Dafür mal Grundig, das erste damals im Verkauf befindliche Stereo-Kofferradio. Mit einem brillanten Klang und wunderbarer Verarbeitung und solchen schönen Knöpfen. Also ich denke mal, das wird so aus der Zeit um Ende 60er, Anfang 70er Jahre sein, dass man es mal zeitlich so einrichten kann. Ja, hier oben steht noch ein bisschen was drauf, zu Zwei-Weg-System. Das hat mich gereizt, diesen Kopfhörer auch wirklich zu nehmen, denn immer wenn es um zwei Wege geht, scheint man sich Gedanken gemacht zu haben, wie man einen besseren Klang erzeugt als das, was wir bisher so gesehen haben mit Lautsprechern der Papier- oder Pappausführung, Papptrichter oder wie man das nennt, ja, die also wirklich sehr auch entsprechend eigenartig klangen. Ja, ich habe den schon mal angemacht vorhin und also er geht eigentlich nur sehr leise, obwohl er nur 8 Ohm hat. 8 Ohm ist nun wirklich wenig. Unsere
Smartphone, Kopfhörer dafür, haben so 32 Ohmen. Nun müsste es eigentlich so sein, dass man relativ wenig Energie bräuchte, um den zu befeuern. Aber vielleicht sagt mir mal jemand Bescheid, wieso der mit 8 Ohmen so leise ist, wenn man keinen Verstärker dran hat. Ich habe mir jetzt hier meinen Fio rangemacht. Das muss ich gar nicht, überlege ich gerade mal, was das für ein Fio ist. Das ist ein X1 oder ein X5 mit 1000 Milliwatt Verstärkung, also einer der wirklich vernünftigen, die wirklich auch als Verstärker in meinen Augen einsetzbar sind, wenn es mal ganz hart auf hart kommt. Und mit dem Ding kommt der ordentlich in Fahrt. Ja, ich will den mal einschalten. Ich habe ihn vorhin schon mal so für mich angemacht, weil ich natürlich neugierig bin. Bin sehr begeistert übrigens, dass ich so einen schönen Kopfhörer habe, der ja fast neuwertig aussieht. Also so könnte ich ihn mir wahrlich im Geschäft vorstellen. Und ich glaube, das ist dann auch was Nettes, was man sich so hinhängen kann auf so einen Kopfhörerständer und ab und zu mal hören kann. Das sind so kleine Schätzchen, die man nun nicht immer hören muss, um das Beste zu hören. Da gibt es anderes, das weiß ich selber. Aber es ist nicht, auch im heutigen Maßstab, nicht schlecht. So, wir gucken mal hier rein. Also einen Adapter brauche ich natürlich, weil der eine große Klinke hat. Kommt auf die kleine Klinke drauf. Ich habe schon hier Musik laufen. Ja, und ihr seht mich schon ein bisschen lächeln. Der ist sehr souverän, auch in den Tiefen. Von der Wetter. Das, ja, der legt hier schon kräftig los. Mit dem Verstärker wird der sehr laut und bringt auch rüber. Die Tiefe ist keine Bumm-Bumm-Tiefe, sondern eine sehr weich auslaufende, sehr souveräne, wenig nervende Tiefe. Das kann ich also auch mir anhören längere Zeit. Das tut dem Gehör nicht weh. Was die hier, ich muss mal eben auf Stopp machen, was die hier leisten, es ist für mich übrigens interessant, immer wieder auch mit alten Kopfhörern so zu arbeiten oder mal zu hören, was haben die gemacht. Hier entsteht das Bild schon auch im Kopf und es ist ja heute so gebräuchlich, dass man es möglichst versucht, also auf eine Bühne zu stellen. Das ist hier nicht der Fall. Auf einer Bühne steht es hier nicht. Also hier stehe ich mit auf der Bühne und es hat doch eine sehr große Weite. Es ist ein großer Bogen über mir und da überall schallen dann die Instrumente wieder zurück auf mich. Das macht diesen Bogen wahrscheinlich hier auch ein bisschen aus, also diese schiere Größe. So kann man natürlich kaum auf der Straße rumlaufen. Das ist sicherlich in den Ausmaßen ein bisschen zu viel und es wäre auch unpraktisch, weil es würde eher vom Gesicht oder vom Kopf herunterrutschen. Das ist was für einen Sessel und man erfreut sich mal daran und man kann sich mal alte Musik damit anhören. Also was weiß ich, Stones oder sowas. Gibt so viele Dinge, die aus der alten Zeit, der Schallplattenzeit herrühren, die man sich gut anhören kann, mit einer guten Auflösung logischerweise, dann ist das mit diesen Kopfhörern wirklich spannend. Ich muss nochmal weitermachen. Ich versuche mal hier diese Regler zu drehen. Tut sich für mich nichts Hörbares. Werde ich mal irgendwann reinschauen, was das für Regler sein sollen. Also es ist nicht dieser direkte Druck, diese feine Ziselierung, diese Definition des Tons an sich. Das nicht, es ist eher weit und locker gehalten. Nicht präzise, also ein Orgelkonzert oder ein sehr auf den Punkt gebrachtes klassisches Konzert würde ich mir zunächst jetzt gerade nicht vorstellen können. Ich mach mal. Oh, es kommt Tiefen gerade. Oh ja, das macht aber Spaß. Schein mit Lilia Blom, Parov Stellar, nur wenn ihr mal hören wollt. Das ist so ein Vorspiel. Dum, dum, dum. Und dieser tiefe Ton
sehr angenehm, also gut angedeutet und spielt auch aus. Das ist sehr gut gemacht hier mit dem Kopfhörer. Das Klavier klingt ein bisschen unwirklich, ist nicht so definiert. Aber hier hat man diese wunderbare alte Erkenntnis, wenn Lautsprecher es in diesem Breitbandbereich nicht so bringen, dass man das dann einfach aufteilt. Das haben die hier offenkundig auch gemacht, dass sie hier einige Bauteile eingebaut haben, dass man tiefe Töne auf den einen Lautsprecher bringt und die hohen dann durch den anderen wieder spiegeln lässt, sodass das Ganze dann auch einen recht guten Klang ergibt. Natürlich sind die sogenannten Breitbandgeschichten durchaus klarer und übergangsloser. Wobei ich immer denke, dass an mancher Stelle gerade dieses System auch seinen Reiz hat. Diese alten zwei Kanalgeschichten sind deswegen so schön, weil sie natürlich sich ganz und gar, man kann es wirklich anders heraushören. Man kann die Tiefen völlig anders heraushören und die Höhe spielt irgendwo. Das ist ja im Grunde auch so, weil beides getrennt ist. Und das ergibt einen Eindruck, den man bei modernen Kopfhörern so nicht hat. Das finde ich hier sehr reizvoll. Also das kann man nochmal vielleicht mal widerspiegeln oder nein, vergleichen direkt mit einem recht guten Kopfhörer der Gegenwart und dann mal mit demselben Stück, mit derselben Einstellung mal hören, wie klingt das eine und wie klingt das andere. Nicht um es zu vergleichen als Wettbewerb, sondern um mal zu schauen, wo steht man eigentlich mit welcher Technik. Das halte ich nochmal für interessant. Musik hören heißt ja nicht nur sich unterhalten lassen wie mit einem kleinen Bonbon, sondern durchaus kann man mal eben das Nutzen genießen wie ein Glas Wein und das auf sich wirken lassen und das auch mal nochmal nachschenken oder mal vom anderen Wein nehmen und sagen, Mensch, das ist heute für mich besser. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich auch im besten Sinne des Wortes unterhalten zu lassen. Und hier, also finde ich immer sehr schön, hier gerade bei dem Parov-Saljar, da hat man von jedem was, ne? Klänge, klassische Instrumente, Elektronik, Stimmen, klar. Ja, also die Musik findet hier bei dem Gerät nicht direkt vor mir oder auf einer Bühne statt, sondern sie hat so ein bisschen Distanz von mir, findet irgendwie über mir statt. Also, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Sänger, wenn er da was singt, oder die Sängerin, dass sie direkt vor mir stehen und da was ins Mikrofon bringen, sondern das findet schon auch dann da oder da oben statt. Das ist also nicht so direkt wie bei diesem Kopfhörern. Und trotzdem für mich, klar, was das Gewicht angeht, gut und gerne 450 Gramm, gut und gerne. Aber das will ich dann auch wirklich auf mich wirken lassen, denn es ist recht gut gepolstert. Das ist nett gemacht, meine ich wirklich. Es ist wirklich gut gepolstert. Es ist kein Billigmaterial. Es gibt wirklich beste Beispiele für alte Kopfhörer, die nur billig sind und die kann man einfach nur noch demontieren. Und das hier ist wirklich ein Ding, was ich nicht demontieren werde, sondern mir mit Sicherheit hinhänge auf so einen Kopfhörerständer und dann guckt man sich das ab und zu mal an. Oder zumindest kommt es in die Tasche und kommt in die Galerie der schönsten Kopfhörer für mich persönlich. Ja, also soweit hier zu diesen Dingern, die heißen Aera. Ich habe geguckt, Aera, was Aera ist oder wer Aera ist aus Japan. Ich habe nichts gefunden. Ich hätte es jetzt sonst genannt. Ich bin also hilflos. Ich werde vielleicht nochmal dann mich heranmachen und nochmal reinschauen irgendwann mit einer Art Update zu diesen Kopfhörern, um dann vielleicht noch ein bisschen mal euch mit mir hineinschauen zu lassen, wie haben sie das gebaut. Aber das machen wir dann erstmal bei anderen, die ich euch auch noch vorstellen möchte aus dieser Zeit. Ich habe einige jetzt zusammengetragen, auch aus der Lehre heraus, der ersten beiden, die ich euch vorgestellt hatte vor ein paar Wochen, die ganz nett waren, aber letztlich doch für mich nur zum Basteln da sein werden, wahrscheinlich. Ich habe sie noch nicht zerlegt, aber vielleicht ist das dann eher der Weg dieser beiden Geräte. Das hier, wie gesagt, sind Dinger, die wirklich herausragend sind, allein schon vom Design, von der Verarbeitung, auch vom Gewicht her. Wenn ich euch mal meinen Kofferradio zeige aus der Zeit, muss ich mal machen. Das ist so schwer, das wird man also als Kofferradio wirklich auch nur nehmen können, also als Kofferradio. Aber es hat einen wunderbaren, brillanten Klang, kriege ich heute kaum hin in dieser Form, in dieser wunderschönen analogen Wiedergabeart und Weise. Ja, also Aera verabschiedet sich hier
mit diesem Kopfhörer, den ich wirklich ganz, ganz schön finde, hier mit diesen beiden Bereichen, zentral die Hochtöner und dann außen herum die Tieftöner. Das wird sicherlich nochmal ein Video geben, wo wir gemeinsam nochmal reinschauen werden. Ja, dann erstmal alles Liebe und ich melde mich dann mit dem nächsten Video logischerweise. Bis dann, ciao.